praktisch. Kurz tippen und schon ist die Tür sicher verschlossen. Super bequem. Das Handy ist ja eh immer dabei. Aber auch Handys können gehackt werden. Dieser Angriff funktioniert über eine Sicherheitslücke auf dem ersten Handy, die es uns ermöglicht hat, dieses Handy quasi zu klonen, also die kryptografischen Schlüssel zu extrahieren, die benötigt werden, um dieses Türschloss freizuschalten. Die haben wir dann auf dem Angriffshandy eingespielt und konnten so die Tür entsprechend öffnen. Das ist nicht der einzige Angriff, der möglich ist. Auch smarte Geräte selbst können Ziel eines Angriffs sein und somit Einfallstor für einen Großangriff auf alle Geräte, die mit dem WLAN verbunden sind. Inklusive Tablets oder Computer mit privaten oder beruflichen Kontakten, Daten und Bankverbindungen. Denn einmal im System können Hacker im schlimmsten Fall alles mitlesen, manipulieren oder auch ausschalten. Steven Arzt und sein Team sind darauf spezialisiert, smarte Geräte zu überprüfen. Wir nutzen unser Cyber-Physical Laboratory, um diese Geräte zu analysieren, auch die Software, die Steuersoftware von diesen Geräten zu extrahieren. Das heißt, wir öffnen die Geräte, wir schauen, ob irgendwelche Schnittstellen zum Auslesen verwendet werden können. Und sobald wir diese Steuersoftware haben, können wir sie prüfen und nach Sicherheitslücken darin suchen, um zum Beispiel zu erkennen, ob kryptografische Geheimnisse, wie zum Beispiel Schlüssel, korrekt abgelegt werden oder sicher abgelegt werden. Oder ob man die kopieren kann, ob man die erraten kann oder Ähnliches. Ist das der Fall, informieren Sie den Hersteller. Doch smarte Geräte stammen aus vielen Teilen der Welt und nicht überall wird großer Wert auf Sicherheit gelegt. Die zunehmende Digitalisierung zu Hause und in Unternehmen verlangt nach Lösungen. Da gibt es eine Verantwortung für die, die IT betreiben. Da gibt es eine Verantwortung für die, die IT herstellen, also Produkte herstellen. Wir brauchen die Politik, die ihren Teil dazu beiträgt, indem sie Rahmenwerke schafft, die dann funktionieren können. Wir brauchen die Wissenschaft, die Wege findet, wie wir uns aus dieser Situation befreien können und mal vor die Welle kommen. Eine der Maßnahmen, der sogenannte Cyber Resilience Act. Er schreibt im Smart-Home-Bereich und für Industrieanlagen automatische Updates vor und die Verschlüsselung aller Daten. Bis 2027 muss das umgesetzt sein. Aktuell müssen wir auch selbst für Sicherheit sorgen. Ich kann natürlich, bevor ich das Produkt erwerbe, schon mal draufschauen. Wenn der Hersteller hinten drauf schreibt, ich garantiere 5 Jahre Updates, kaufe ich das Produkt vielleicht eher, wie wenn da gar nichts steht. Oder 2 Jahre. Sollte das nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt werden, muss ich eine Risikoabschätzung für mich treffen. Und vor die Welle kommen bedeutet auch, den Forschenden rechtliche Sicherheit zu geben, damit sie nicht mit einem Bein im Gefängnis stehen. Es geht darum, dass wenn Forschende Sicherheitslücken finden, Schwachstellen finden und das den Firmen sozusagen mitgeben wollen und sagen wollen, hey, schaut mal hier, ihr habt hier ein Problem, dann ist das ein Stück weit ein rechtlicher Graubereich und da gab es durchaus auch ein paar Urteile in letzter Zeit, die für die Forschenden nicht gut ausgegangen sind. Das heißt, Unternehmen haben die Forschenden angezeigt, anstelle sich zu bedanken. Eine Gesetzesänderung soll ihnen künftig mehr Sicherheit geben. Essentiell für ethische Hacker wie Haya Schulmann. Denn zu ihrer Forschung gehört nicht nur das Finden von Schwachstellen, sondern auch das Entwickeln realistischer Angriffsszenarien, quasi als Praxistest. Sonst nimmt das niemand ernst, wenn man sagt, ich habe ein theoretisches Problem. Das wird nicht ernst genommen, muss man wirklich zeigen. Inzwischen werden jeden Tag rund 70 Sicherheitslücken in Softwareprodukten bekannt. Um diese Flut zu bewältigen, setzen Forschende auf KI, zumal die Hacker das auch tun. Mit Hilfe von KI können die Hacker automatisiert die Scans durchführen, können automatisiert gefälschte Phishing-E-Mails schicken, automatisiert personalisierter für die Opfer. Und das macht die Angriffe sehr effektiv. Und auch dass durch diesen automatisierten Scans kann man natürlich dann viel mehr Opfer auch angreifen. Aber auf der anderen Seite, KI hat auch Chancen und die Verteidiger können die KI verwenden, um die Updates zu automatisieren. Also selbst erstmal nach Schwachstellen suchen in eigener Organisation und dann sie automatisiert auch schließen. Das kann man mit Hilfe von KI
erreichen und wir arbeiten daran. Das ist ein wichtiges Thema. Vor allem, wenn Hacker die kritische Infrastruktur angreifen. Wir sind im nationalen IT-Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie haben einen laufenden Angriff. Sie vermuten, dass sich der Angreifer noch im Netz befindet. Die Zugangsdaten von einem Router sind abgeflossen. Steuerungstechnik im OT-Bereich wären kompromittiert. Seit dem Russland-Ukraine-Krieg gibt es verstärkt politisch motivierte Angriffe auf Deutschland. Wir sehen durchaus verschiedenste Kampagnen, die laufen, die sehr darauf aus sind, immer wieder zu zeigen, dass der Staat nicht funktioniert, dass das System nicht funktioniert, dass Demokratie nicht funktioniert. Ministerien, Energieunternehmen, Wasserversorger, Krankenhäuser, Kommunen – sie alle sind Angriffen ausgesetzt. Wir haben einen deutlichen Zuwachs im Bereich Spionage. Wir machen uns auch durchaus Sorgen um das Thema Sabotage. Denn von der Spionage zur Sabotage sind es nur wenige Klicks. Das Bundesamt spricht daher von einer besorgniserregenden Bedrohungslage. Nichtsdestotrotz, auch eine besorgniserregende Bedrohungslage sind wir nicht schutzlos ausgeliefert. Okay, ihr nehmt Kontakt auf, dann übergeben wir an euch. Hochspezialisierte Cyber-Experten analysieren bei einem Angriff auf die kritische Infrastruktur mögliche Schäden und konzipieren Gegenmaßnahmen. Wir denken, das hier ist der kritische Punkt, wo der Angreifer die Schwachstelle, die Firewall überwunden hat. Im schlimmsten Fall könnten sie jetzt die Systeme manipulieren, Daten abziehen, alles abschalten. Viele Unternehmen haben bisher die Gefahr unterschätzt. Ein neues Gesetz soll sie jetzt verpflichten, ihre Systeme strenger zu schützen. Dazu braucht es neue Sicherheitskonzepte. Bisher funktioniert eine Firewall wie die Wände eines Hauses, die das Innere schützen. Doch kommt der Angreifer durch eine Sicherheitslücke hinein, kann er sich im Innern frei bewegen. Dazu kommt, die IT-Infrastruktur hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Viele Serviceleistungen kommen von außerhalb, etwa über Clouds oder externe Dienstleister. Deshalb die neue Strategie Zero Trust, vertraue niemand. Diese moderne IT-Sicherheitsarchitektur Zero Trust, die geht davon aus, dass die Hacker können immer reinkommen und die können immer angreifen. Also wird bei Zero Trust jede Komponente extra abgesichert und alles ständig überprüft. Ein Angriff auf das gesamte System ist nicht mehr möglich. Immer gewinnen geht nicht, aber Ziel ist, beim Katz-und-Maus-Spiel mit den kriminellen Hackern die Nase vorn zu behalten.